Ja, moin ihr Lieben. Diese Aktion hatten Melanie und ich noch gemacht, als wir die Küche aufgeräumt hatten. Das war diese eiskalte Zeit im Dezember vor Weihnachten. Und ich bringe normalerweise meine Funkientöpfe im November rein. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und jetzt war das so kalt und die waren teilweise so festgefroren. Aber bis auf einen habe ich nachher wirklich die anderen alle noch freischlagen können. Und Melanie hat sie dann in die Scheune gebracht. Ich habe das nicht mehr geschafft. Ja, da musste ja auch der Tankraum aufgeräumt werden, weil der Elektriker Anfang Januar kommen sollte. Und ja, es ist halt jede Menge Papier, Pappe. Und da, ja, da stand so auch noch hier mein, wie heißt das, Druck. Wasserdruckgerät, wie heißt das denn? Hochdruckreiniger. Ja, ich habe das Wort Hochdruckreiniger und den habe ich dann doch mal mit reingenommen und ich dachte, bei der Kälte draußen ist das für den Motor vielleicht auch nicht gut. Ja, und die Öltanks da hinten, die kommen ja nächstes Jahr raus. Dann wird das besser. Ja, dann habe ich einfach mehr Platz und da sollen ja halt auch die Sachen für die Solaranlage rein und ich freue mich schon auf die Wärmepuppe. Die Wärmepumpe, Entschuldigung. Ja, ein fröhliches Geräume. Was ich in meinem Leben schon hin und her geräumt habe. Ich zeig das. Ja, machst du doch nicht. Doch. Ja, er wollte es nicht glauben, dass ich es zeige. Hiermit habe ich es gezeigt. Ja, das sind so Abdeckungen für Autos, die wir letztendlich doch nicht so wirklich brauchten. Jedenfalls keine zwei. Nimm mit, wir haben zwei davon. Und ich war so froh, als Melanie gesagt hat, ich nehme die mit. Das war wirklich schön.